Hallo, nicht für den YouTube-Vlog. Und jetzt heißt es warten. Schöne Destinationen und natürlich jede Menge unvergesslicher Momente. Nach Mallorca hat man ein bisschen Verspätung, ich glaube eine und eine halbe Stunde ungefähr, Pi mal Daumen. Ist ein bisschen blöd gelaufen, weil wir einfach auf so einen Kinderwagen gewartet haben, oder? Mhm. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Ne? Eurowings, da habt ihr echt noch ein bisschen was zu tun. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, war es eigentlich ziemlich relaxed, oder? Ja. Wir hatten, es war alles gut organisiert, wir haben unsere Tickets bekommen, wir haben eingecheckt und das war's. Ne? Was ich echt schade finde, die haben echt alles jetzt an Getränken und so weggemacht. Man kriegt nichts mehr, man muss echt zahlen und das ist halt einfach schade. Ja. Egal, wir haben ein paar Eindrücke ja euch gezeigt, aber sonst, der Shuttle, das hat alles gut funktioniert. Wir sind geleitet worden von AIDA Team zu AIDA Team und ja, das war eigentlich ganz gut. Gell? Ja, die reibungslos gekommen, genau. Ja, genau. Ja, und dann haben wir eigentlich auch nicht mehr viel gemacht. Wir haben so ein bisschen noch rumgestöbert und gegessen und so und das war's dann. Übrigens unsere Eismaschine, unsere Soft-Eismaschine. Geliebte Eis-Soft-Maschine. Ist leider defekt. Das heißt, wir haben kein Soft-Eis. Stellt euch das vor. Kein Soft-Eis.
Heute ist der Seetag, es war der erste Tag, es war angenehm, oder? Ja. Es war total angenehm, ohne Wellen und so angefangen. Blendet es euch auf jeden Fall ein. Und dann ist es ein bisschen windig geworden. Man hat sich mal schon ein bisschen hin und her geschaukelt, der eine oder andere hat sich verewigt. Ne? Mhm. Haben wir es so mitgekriegt und gehört und wir haben es dann abgesperrt und mussten es sauber machen. Das ist halt schade. Aber es passiert halt, ne? So ist es halt. Ja, und dann sind wir weiter geschlendert zum Mittag. Da wollten wir eigentlich zum Bürger erziehen, aber da haben wir leider keinen Platz gekriegt und deswegen mussten wir weitergehen. Wir haben da ein bisschen rumgeschnopselt und da am Ende haben wir so von allen so ein bisschen was gegessen. Hm, geht schon, kann man sagen. Aber irgendwie nicht so, wie wir uns das so vorgestellt haben. Am Nachmittag waren wir dann beim Café Ma und haben dort dann ja den Starbucks-Kaffee getrunken. Das war, was war das, Tom? Cold Macchiato. Cold Macchiato? Karamell oder nicht? Karamell. War auf jeden Fall am Ende süß. war auf jeden Fall lecker. Hat eine Torte mit dazu. Kriegt man ja da kostenlos beim Café Ma von 15 bis 16 Uhr. Und war ganz gut. Dann sind wir weiter am Abend, hatten wir um 18 Uhr das Buffalo Steakhouse, das heißt ja jetzt anders. Ich blende euch das mal unten aus, ich kann das nicht aussprechen. War auf jeden Fall total nett und jetzt seht ihr schon, die Sonne geht unter. Es war ein toller Tag. Wir wollen dann noch ein bisschen sowieso rumlaufen zum Skywalk und so. Das seht ihr dann aber sowieso. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Impressionen und wir sehen uns. Ja, wir haben was vergessen. Was haben wir denn vergessen? Wir waren im Pool. Ah ja, stimmt. Ja, der ist schön. Das finden sie gut, oder? Das haben sie gut gemacht. Ja, bei der Cosma. Definitiv besser als wir beim letzten Schiff, wo wir waren. Ja, die Prima und die Perla, die haben so klein. Aber sie haben zumindest, ne? Es geht schon ganz anders. Ja, das stimmt. Wollten wir noch was sagen? Tschüss. Tschüss.